Ja, wir sind der Klaus und die Karin von Vitaurina Royal in Mühlen in Taufers, also in Arntal. Meine Eltern haben das Grundhaus 68 da gebaut, weil sie geheiratet haben. Wie ich das Hotel neu übernommen habe, war ich eigentlich auf dem Papier relativ jung, also mit 21 schon, mit meiner Schwester auch. Auch in der Zeit, war kurz vor Weihnachten, haben wir zwei Rohrbrüche gehabt. Und wenn man nicht angehört, wenn man zu denken, wie alt eigentlich schon das Haus ist und wie alt die Tore vom Haus sind, weil es ist eben wieder ein Stück dazu gebaut worden. Und ja, dann haben wir uns einmal die ersten Gedanken gemacht, dass die Rohre nicht ganz okay sein können. Wir haben eigentlich schon seit kurzer Zeit gesehen, dass das Wasser, dass wir ein Problem mit dem Wasser haben, weil wir speziell auch im Badbereich, wenn wir in die Gäste Wasser abgeschenkt haben von den Karaffen, ist eben schmutziges Wasser gekommen. Ein Schwimmbad unten, wenn ich gefehlt habe, ist eben schmutziges Wasser gekommen, so rostiges Wasser. Und dann habe ich mich eben interessiert und habe gesagt, was tun wir denn da nicht? Und mit dem Gespräch haben wir eben gesagt, dass die Leitungen schon sicherlich schon über die 70er Jahre sind, dass es als Eisenleitungen sein und was da wieder Möglichkeiten gibt. Dann habe ich mich interessiert und bin eben auch auf die Firma Morigl gekommen. Ich habe eine andere Firma eingeladen, haben eine andere Firma umgekocht. Zum Schluss habe ich mich für die Firma Morigl entschieden. Und es war eine gute Entscheidung. Wir sind mit den Arbeiten sehr zufrieden gewesen. Die Firma Morigl hat die Rohrsanierung gemacht. Von der vom Erdgeschoss aufwärts praktisch in die oberen Bereiche. Hat die Arbeiten laut planungsgemäß und termingemäß ausgeführt, sauber, alles angedeckt, wie wir es gemacht haben, wirklich fachgerecht, zuverlässig, wie es sich auch herrscht. Ich tat die Firma Morigl heute wieder jemanden weiterempfehlen. Wir haben ein paar Leute umgerufen, auch Kollegen, die sich interessiert haben, informiert haben, wie wir zufrieden waren und ihnen eigentlich in einer jeden positiv berichtet. Und jetzt kann man das Wasser trinken bei uns. Ich habe als Kind nie Leitungswasser getrunken, weil es schmeckt nach Blut. Also es war wirklich das Eisen, was man geschmeckt hat. Die haben ja allem geschämt, hier in Italiener la buona acqua della Valle Aurina zu servieren, weil es war irgendwie allem auch trüb. Man muss sagen, es war nicht allem die Schuld für die Rohre, sondern wir haben auch durch die Gemeinde sind mehrere Eisenrohre, die von der Gemeinde nicht in Ordnung sind. Also unsere Gemeinde kann sich auch mal überlegen, eine Rohrsanierung durchzuführen. Ja, ich bin einfach froh, dass man das Problem und einfach auch ein bisschen Sicherheit gelöst hat, indem dass man die Arbeiten gemacht hat.